Guten Tag, ihr Leid. Wie gestern zu Ende angekündigt, versuchen wir jetzt ins Munitionsdepot zu kommen, um irgendeinen Beweis zu erbringen, dass wir kein Verräter sind. Sieh mal dann, wie man das hinkriegen. Ich gehe mal stark davon aus. Wir hüpfen mal da runter. Oh, jetzt hört er die Musik auf. Okay. So lag es. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischungen gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wie er sich gefreut hat. Sieht er nicht, dass wir die ganze Welt gegen uns haben? Will er sie alle vernichten, statt sich geschlagen zu geben? Okay. Es geht jetzt also Bruder gegen Bruder. Gelbkreuz verseucht. Achtung, Gasgefahr. Äußer- und Unterstände nicht betreten. Ohne Halt durchmarschieren. Kein Wasser zum Trinken oder Waschen entnehmen. Okay. Ich weiß nicht. Okay, ohne Halt durchmarschieren. Der hat nicht gesagt, wie die Maske aufziehen soll. Ah, ja, der ist noch ein bisschen auf. So, jetzt ist es richtig zu. So schnell ist das Gas weg. Okay, da geht's dann noch. Der Schwede. Der Arsch auf. Ja, auf. Schöne Holztreppe. Was? Also, hat. Ich würde gern hochgehen, aber es geht nicht. Okay, das müssen wir mal von unten angucken. Okay. Das Problem, was wir da gerade haben, ist, dass ich so nicht greifen kann. Fläche zu. Uff. Ich komme doch nicht durch. Ich häng fest. Jetzt. Ey, ich häng doch fest. Hopp. Alter, Millimeter. Telefon hier. Geht's noch? Junge, wir sind hier im Krieg. Ich bin es. Ich habe die Kommunikation wiederhergestellt. Wir müssen es also nicht tun. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Du bist doch nicht alleine. Ich habe eine schreckliche Kreatur am Bunker vorbeistürmen sehen. Sie könnte jetzt in deiner Nähe sein. Diese Kreatur scheint das Gas zu haben. Okay. Also. Das komische Pferdvieh. Was da aus irgendwo ist. Ich muss die Gasleitung abdrehen, so ins Munitionsdepot locken. Ja, aber. Moment. Hallo? Munitionsdepot? Telefon. Erstmal. Okay, Munitionsdepot. Explosion. Explosionsgefahr. Rauchenverbot. Moment, das Pferd macht Feuergedönse, Hufe. Ralala. So, das tut mit 88 Schmeile oder sowas entlang rennen. Das heißt, ich muss jetzt also da irgendwie durch und
unterwegs Gas ausdrehen, so das Monster dann doch herlocke. Okay, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Aber wo drehe ich das aus? Die ist von der anderen Seite verriegelt. Und so verriegelt sie die gar nicht aus. Ist da irgendwie was? Ne, da komme ich her, gell? Ja, da komme ich her. Es ist ne. Was steht da? Munitionsdepot. Oh fuck, ey. Ich sehe hier nichts. Okay. Ich muss also irgendwie so rechts. Fuck, 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 fuck. Geh hin, geh hin, geh hin, geh hin. Woher weiß ich denn jetzt, wann ich doch rausgehen kann? Okay, es scheint weg zu sein. Ich hör's noch irgendwo Bullre. Hallo. Keine Ahnung, wo es ist. Ich versuche jetzt von der anderen Seite hinzugehen, in das Dingens da, wo sie gesagt haben, wo dort zu ist, wo du Gas rumbumst. Was ist denn dort drin? Ah, ein Briefchen. Nein, Gasmask. Wenn ich die gebrauche. Funkbefehl Giftgas. Oh, ich muss vorlesen. Diensthabender Funker. Unteroffizier. Unteroffizier Johannes von Schmidt. Das bin ich. Ich bin der diensthabende Funker. Unteroffizier Johannes von Schmidt. Datum 11. August 1970. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Um schnellere Erfolge zu erzielen, sind in den folgenden Wochen wieder verstärkt Grünkreuzgranaten, Lungenkampfstoff, mit den nun verbesserten Blaukreuz-, Nasen- und Rachenkampfstoffen kombiniert gegen feindliche Truppen einzusetzen. Die Blaukreuz-Komponente wirkt als Maskenbrecher, da sie einfache Filter der Masken durchdringen kann. Atemnot zwingt den Feind zum Entfernen der Maske. Darauf folgend tut der Lungenkampfstoff sein Übriges. Das ist so eine neue Maske oder was? Gasmaske. Nutzlos. Der Filter der Gasmaske ist verklebt mit beißend riechenden Chemikalien. Arschtrein, hey. Ja, Arschtrein, hey. Wer ist das? Ich weiß nicht, wo das Vieh ist. Okay, ich weiß, dass da unerstand ist. Unterstand, okay, das sind total Unterstände, das ist gut. Ich muss irgendwie. Darf ich jetzt im Kreis? Ich muss irgendwie nur rechts irgendwie rennen. Oder so. Ah, nee, nicht ohne. Okay, da geht's eh nicht weit. Ah, guck mal da. Da muss ich hin. Da brauche ich dann auch gleich die Maske. Ja, die Maske kann ich abziehen. Also alles klar, ne? Denn ein Ende habe ich.
Munitionsdepot. Muss ich dann entlang rennen, wann der Gaul kommt. Weiß auch nicht, wo er ist. Schön, aber. Wohin ist er? Wohin ist er? Der Säckel. Ich muss ihn also ins Munitionsdepot locken. Kommt der nicht da her? Rennt der immer außen rum? Wo geht hier der oben hin? Wo geht's nirgends hin? Doch, ich bin einfach verschrocken. Ich hab keine Ahnung, ob er da ist. Uah. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub aber schon, dass ich... Weiter durch. Der war knapp. Okay, wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Bei irgendeinem Respawn-Punkt. Okay, der ist noch rechts gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Keine Ränder. Können wir einfach mal hin, oder? Dresdner Straße. Der ist richtig. Komm her. Nee, komm besser nicht her. Bin nämlich falsch. Wo er war er schon richtig, ne? Ich muss nur irgendwie hinlocken. Ich weiß halt nicht, wie der läuft. Wieder. Ich gehe mal raus. Also wann er hier aber grundsätzlich wohin geht, ne? Ne, da ist das Munitionsdepot. Munitionsdepot ist da. Das heißt, wenn ich so warte, bis er kommt und dann schnell da durchrenne. Aber warum? Kommt er ja nicht her, oder? Schnell da durchrenne, Moment. Und dann das Gas aufdrehen? Ich bin noch nicht ganz sicher. Moment, wir testen mal aus. Jetzt ist er mich so, als wäre der da hinten. Ja. Scheiße. Oh, nein, geh hin. Geh, aber nicht. Oh, 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 oh. Ja, geiler Scheiß, das war knapp, hä? Boom. Oh, oh, oh. Ja. Der ist gut. War arschknapp, ey. Das war arschknapp. Okay. Dann gehen wir mal gucken, wie viele Fetze das noch vom übrig sind. Junge, hat das gerumst, ey. Okay. Ich weiß nicht, hilft du Gasmaske bei Feuerrauch? Nö, braucht kein Sinn für dich huscht, glaube ich. Okay, Junge. Okay. Oh.
Kopf der Kreatur. Deine Trophäe erfüllt dich mit Stolz, als ob du dir die Kraft der Kreatur zu eigen machst. Du hast ihn jetzt nicht irgendwie Agezo oder sowas. Hier habe ich in den Rucksack hin. Okay, jetzt muss ich schon eigentlich einfach nur zurückgehen zu dem Schießefutzi. Ich weiß halt nicht, wer der Schießefutzi ist. Ob das der Fluchtzeichmann ist. Der Junge sieht so aus. Okay, alles klar. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. So, Moment, ich renne mal. Ich vorwärts komme. Ich muss da noch rechts. Jetzt noch rechts. Ey, warte mal. Moment. Große Kreuzung, da sind wir schon mal nicht verkehrt. Sagen wir es mal so, ne? Sind wir da vor dem Arschloch-Durchgang? Keine Ahnung. Ah, doch, ja klar. Klar sehen wir das. So, jetzt Basuf. Kollege? Ich habe die Erschütterung bis hier gespürt. Ja. Was ist passiert? Hast du die Geschütze befreit? Beweis es mir. Lutsch mich jetzt nicht. Danke. Lutscher. Mach mal wieder zu, man weiß ja nicht, wie du außen noch alles. Das ist schon wieder so scheiß Tier. So, zu genug. Okay. Was sieht man denn da? Generatoren. Was für ein Ding? Routenbaler. Elektrisch. Dingsen. Okay. Okay. Ich dachte immer so, Schloss bedeutet, dass die Tür zu ist. Das bedeutet, dass ich die Tür nicht aufkriege. Ah, nicht schlecht. Okay, dann haben wir das Pferd mal weggesprengt. Ist das jetzt richtig tot? Ich meine, ja, sei Kuppleit raus. Ich glaube, so viel ist nämlich übrig. Aber wann das so Funde Leiche, Funde im Gas getötete Franzose ist? Und da sind noch ein paar tote Franzose, glaube ich. Wäre es halt gut möglich. Machen wir auf. Wäre es halt gut möglich. Na komm. Das ist schon wieder so blöd, die Tier. Auskreuzung. Dass so der, dass der noch mal kommt. Ich meine so. Du musst auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Ach du bist. Ich schieße nicht. Ach du bist. Einen Blinden, was? Ja, stimmt. Oh, meine Augen schmerzen noch. Aber ich sehe jetzt schon viel klarer. Viel klarer. Ich weiß, dass du auch die Missgeburt, die mir das angetan hat, vernichtet hast. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen, Kamerad. Auch wenn du mir keine Medizin gebracht hast. Aber ich weiß mir selbst zu helfen. Hier eine Seuche macht sich der Feind im Landesinneren breit. Sogar in unsere eigenen Reihen ist er vorgedrungen. Bis in die Heimat. Ich muss die Stellung hier halten. Es liegt also an dir. Wenn du dem Eisenbahntunnel im Osten folgst, gelangst du zu einer Munitionsfabrik. Sie haben unseren Nachschub an Kriegsmaterial gekappt. Etwas hat die Produktion unterbrochen. Es gibt Gerüchte über einen Saboteur. Einen Feind in unseren eigenen Reihen. Nimm das hier. Es wird bald dunkler werden. Wenn du die Maschinen wieder zum Laufen bringst, werden wir genug Sprengkraft haben, um den Krieg für uns zu entscheiden. Oh. Magnetlampe. Taschenlampe ohne Batterie. Immer bereit.
Die Lampe ist um den Hals zu tragen. Durch den mehrfachen Zug der Antriebskette, die sich automatisch wieder aufrollt, wird die Magnetlampe zum Leuchten gebracht. Vorsicht, nach mehrfachen Betätigen der Antriebskette kann die Lampe ausfallen. Taschenlampe also. Schlüssel für die östliche Bunkertür. Mit diesem Schlüssel gelangst du in die Gräben östlich des Bunkers. Ganz so, wie du es eben gemacht hast. Ich zähle auf dich. Du bist unsere einzige Hoffnung, hier herauszukommen. Wir sitzen hier schon viel zu lange fest. Oh, Junge. Worauf wartest du noch? Hör ich mal, wenn ich es da Knarre gebe, kenne, statt mir sie wegzunehmen. Okay, ich guck echt mal. Dienstplan. Für die kommenden Wochen werden wir folgt angeteilt. Yep. Der Latrine-Dienst, ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich guck erst mal noch ein bisschen mich um. Guck mal her, du armen Kerl, ne? Sieht er schon nix? Kann man wenigstens ein bisschen Musik machen. Schellackplatte Repertoire. Okay. Sollen wir mir ein bisschen Musik machen? Da hast du wenigstens ein bisschen. Also wir müssen Bahntunnel im Osten, das heißt wir müssen Doniva. Jetzt gehen die Tiere neuerdings halber auf und so. Fast. Helden liegt im Westen. Muss ich mal reinkommen. Deserteur. Unteroffizier Fromm und ich haben den möchtegern Deserteur Neumann vorgenommen. So wie sie es uns aufgetragen haben. Wir müssen leider vermelden, dass er während unserer Ermahnung jede Vorsicht vergessen und sich im Anschluss im Frontgraben eine Franzmann-Kugel in den Kopf eingefangen hat. Wir haben Dr. Eisenbart gebeten, ihn wieder kriegstauglich zu machen. Der Herr Doktor fand dies nicht lustig. Wir amüsierten uns umso mehr. Zeichnet Eigert, Unteroffizier. Bip. Ticket, aber was ist das? Offizier, die Kommunikation wiederhergestellt. Wie hat er das nur geschafft? Keine Ahnung, aber lass mich doch mal hin. Okay. Ich lasse schon mal weiter in der Aue rumpople. Ich gehe mal doch noch ein bisschen gucken. Ja, ich weiß, dass ich da schon war, aber muss mich noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es noch was Neues, der in der Brieftour war zum Beispiel. Oh, das war. Das war die Sache, du, wo er so in dem Bottich, wo ich gesagt habe, das ist jetzt schon wie sie in einem Sauerdeck-Bottich, wo er dann rumgefluppt hat. So, hier sind die Bette. Das habe ich doch aber alles schon. Das letzte Mal hat das wieder zugenachelt, der Feischling. Oder wie? Alles ab. Also. Ah, geht nicht. Hoppa, siehste? Vater hat ihn hierher versetzen lassen. Aber ich erkenne diesen Leutnant doch selbst kaum wieder. Er hat seit Jahren kein Wort mit mir geredet. Auch nicht in den Wochen, seit er hier ist. Erst, weil ich das schwarze Schaf der Familie war. Und dann, weil ich vor ihm in den Krieg ziehen durfte. Okay, ja. Jetzt verstehe ich das alles. Es ist halt wirklich der Bruder, ne? Der jüngere Bruder. Der jüngere kriegsgeile Bruder. Irgendwo im Kreisgang oder was? Süden, Westen. Was ist der Osten? Da. Okay. Also, große Kreuzung. Osten geht's doch vorne an. Du geht's aber jetzt nicht wirklich, oder doch? So.
Okay, da geht's hoch. Schlafplatz. Ich werde herkommen. Nein, garantiert nicht. Ich bin die Treppe runtergegangen. Musst du hoch. Der Zwatsch muss in der Oster die Bahngleisetunnel zeichnet. Kriegsanleihe. Bankhaus. Also siebte Kriegsanleihe. Bankhaus Schellhammer und Schattera. Wien. Erster Stephansplatz 11. Durch Sieg zum Frieden. Okay, da unten gehe ich klein runter. Ich muss erst gucken. Ah, ich brauche doch Schlüssel. Ich brauche hier einen Schlüssel. Ich habe hier einen Schlüssel. Okay, alles klar. Einen Moment, wir spielen gleich weiter. So, also. Hier kommen wir mal raus. Machen wir Tür auf. Aber ich will erstmal noch. Da geht es nur in den Tunnel, ne? Osten, ja. Aber ich will erstmal noch da runter gehen. Hoppala. So. Mal gucken, was hier abgeht. Ja, nix, ne? Was steht hier? Treten verboten, ja. Das war jetzt nicht so. Vorratslage. Okay, dann gehen wir halt da entlang. Und gucken wir, wo wir da hinkommen. Geh du Blindbusch, ich mach da übrigens die dir zu. Ja, damit du da nichts zu befürchten hast. Der Fliegersmann. Mal eigentlich kein Morphium geredet. Wir haben doch ein Morphium, haben wir doch gehabt, wo wir ihn gesteckt haben, soweit ich mich erinnere. Ah, naja, wir werden sehen. Taschenlampe, halte LT gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. LT los. Okay. Schwarzer Weg. Okay. Wirklich gedrückt halten, ne? Bringt nichts. Der Schlamm ist voll vor der Arsch. Okay. Da tue ich mich jetzt aber nicht ablehren. Horst Weber. Eckinghausen? Ist das nicht ohne Nähe? Dann werde jetzt wohl demnächst dunkle Abschnitte kommen. Ah ja, da guck. Es ist Herbst. 3 Jahre dauert der Krieg nun schon. Im Heimaturlaub war ich kurz auf dem Dachboden, aber die Erinnerung an Christian schmerzt so sehr. Auch meine Tauben waren fort. Mutter sagt, sie seien fortgeflogen. Aber ich glaube, sie hat gelogen. Vielleicht, weil Vater dabei war. Wahrscheinlich hat er sie damals im Käfig verhungern lassen. Er hat sich ein Labor im Keller eingerichtet. Was er dort tut, schien Mutter nicht zu wissen. Sie reden kaum ein Wort. Wer ist Christian? Was sein Vater mit der Taube gemacht hat, weiß ich. Oder wie sind wir? Und es war nicht so cool. Was ist das hier? Ganz sicher. Müssen wir da hin? Können wir da rein? Nee, ne? Wir müssen da weitergehen. Ich muss nochmal, ob ich mit der Lampe da rumhantiere. So. Ah, guck mal. Ah, ja, klar, weil ich jetzt so nie war. Guck. Was ist das? Okay, noch einmal. Alles, was geht an Lamp, bist du irre, ey. Lage. Ich gehe jetzt nochmal da nieder. Ah, da. Ah, das ist nochmal nicht. Es gibt nur Aua. Okay, da muss ich wohl dann hin. Bemski. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall ein Munitionslager. Geschosse, hey.
ganz sicher, wo ich hin muss. Ich gehe mich mal so ein bisschen umgucken. Noch ist es relativ hell. Ich weiß nicht, ist das hoch? Das Lager. Okay. Nicht. Was soll dann die Scheiße? Kenne ich mir nur sagen, was der Quatsch da soll? Wir sind schon im Krieg, da muss ich nicht noch so. Kack da mal. Für einen Stroß, Bahnhofsstroß. Und die wirklich, die Schreibstube, hier können Soldaten Briefe an die Heimat schreiben. Da hat man bestimmt was zum Lesen. Hin. Postkarte von Kasper. Liebe Eltern, die Ursel hat sich entlobt. Wundert euch nicht, wenn sie nun nichts mehr von sich hören lässt. Wenn erstmal der Krieg vorüber ist, kommt die Zeit für Neuanfänge. Dann wird die Ursel vielleicht auch wieder Hoffnung schöpfen und an uns denken. Ich halte mich hier tapfer und denke jeden Tag an euch, wenn ich meinen Dienst für das Vaterland tue. Euer Kasper. Das ist der Briefkasten quasi. Briefsammlungskasten, okay, das ist die Post. Gucken wir uns mal die Post an, ne? Feldpostregeln. Soldat, achte die Vorschriften. In der Feldpost untersagt sind unübliche Schriften und jedwede Kodierung. Nicht lesbare Schriften, Nennung des Aufenthaltsortes, Nennung von oder Anspielung auf Taktiken oder Pläne deiner Kompanie. Stichprobenartige Prüfung wird durchgeführt. Verstöße werden strengstens bestraft. Ja, ist logisch. Zensierte Postkarte. Zensiert. Ich habe gehört, es soll nur nach Süden weitergehen für uns und unsere benachbarten Kompanien. Vielleicht hilft der Ortswechsel ja. Ich werde die Läuse gar nicht mehr los. Ich hoffe, ihr leidet nicht zu sehr an Hunger. Ich vermisse euch sehr. Euer Martin Pokora. Ah, der hat gesagt, dass es nach Süden weitergeht. Für die Kompanie hier und die Benachbarte. Deshalb wurde das Ganze zensiert. So übel schon, einfach nur nach Süde. Ja, okay, vielleicht wissen die Ältere so ungefähr, wo der Junge benachbart, benachbart, Kriegsdienst verrichtet oder wie man auch immer mal das nennt. Und wenn es dann nach Süde geht, oh, da ist schon wieder Gas. Okay. Zeig ich mal hier. Ich geh mal zurück. Wenn wir doch nicht ganz normal durchkommen. Gar nicht geguckt. Doch, wenn wir durchkommen. Dann geh ich natürlich so rum. Ich mal gucke, was hier so abgeht. Hängen geblieben. Werkzeug und niemand hier, um sie zu benutzen. Eitlinge allesamt. Ich verstehe noch nicht ganz, was der Johann, weil er halt Feiglinge sagt, ne? Weil sie einfach abgehaust sind. Also, dass er nicht so der krasses Teil. Der griechische Freund vom Griech ist, ist uns schon klar, ne? Er sieht halt den Griech als das, was es ist. Scheiße. Aber er macht ihn halt. Also so ganz. Jetzt die andere, die abgehausen als Feiglinge zu bezeichnen, ich weiß nicht. So, wir gucken uns jetzt hier erstmal weiter um, bevor wir dann hingehen ins Gasgedönse. Der Panzer, da muss man nochmal angucken. Das ist schon ein krasses Teil, hey. Ah, sogar ausmodelliert, guck mal. Cool. Also. Ja.
Kommst du gar nicht hin, Kugel, krass. Also ja, Erster Weltkrieg, kommt einer zu nah, schmeißt da Granaten, hast du Pech gehabt. Verflucht, wenn du nur wüsstest, wie man ein Panzer fährt, aber echt, ey. Er hat doch irgendwas gesagt, hinne links. Cool, kann ich doch nennen. Na, ja, also. Na, ich weiß nicht, ich glaube. Also ich. Ja, ich war nie. Ich hätte theoretisch zur Bundeswehr gemusst, das kann ich so sagen. Bin aber nicht. Nee, ich bin der dritte Sohn. Und es ist wohl so. Also der jüngste Sohn auch noch von drei, dass der da nicht hin muss zum Bund und Zivi machen muss. So auf die Art, ah ja, wenn zwei schon gestoppt sind, brauchen wir nicht noch eine dritte zu verlieren, so ungefähr. So. Der Witz an der Sache ist, von uns drei Söhnen war keiner beim Bund. Natürlich nicht. Ja, von uns drei war keiner beim Bund. Einer war bei der Feuerwehr. Kann ich das da wieder abdrehen, ey? Boah, ist das geplatzt, die Granate, ne? Einer war bei der Feuerwehr. Der andere war, der war kurzzeitig beim Bund. Aber irgendwie, ist er damit nicht so klarkommt, dass er, also, O-Ton. Ich glaube, da kann man so ausziehen, das ist O drauf. O-Ton vom Ende Bruder halt. Die müssen da um 5 Uhr morgens aufstehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass so früh überhaupt schon da beginnen kann. Dass es doch schon da gibt, so irgendwie, hat er was gesagt. Kein Zug. Gefreiter Anouks oder so. Zum wiederholten Male teile ich Ihnen mit, dass Sie keinen Zug gehört haben können. Bitte unterlassen Sie weitere Meldungen Ihrer Hirngespinste. Unteroffizier Höbler. Okay. Na, das würde ich jetzt schon gerne lesen. Es geht aber nicht. Okay. Bin hier zu weit gegangen, weil da kommt jetzt nämlich gleich ein Zug. Behaupte ich jetzt mal so. Kann ich da runter? Upsa. So stimmt war es jetzt aber. Ist denn bloß Rad geklaut? Ne, der ist einfach nur hingesunken. Ah, guck mal, da lag noch was. Ich weiß nicht was. Ah, ein Typ. Karl Janssen aus Kiel. Jesus, Jesus. Du musst die Taschenlampe anmachen. Okay, ich kann also kein Zug. Da kommt 100 Pro, kommt da jetzt Zug. Da kommt der Zug und ich muss rennen, oder wäre ich. Sagen wir, ah ja. Was sind das da hin? Bist denn du? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Okay.